Miss Murphy? Where are you? Miss Murphy! Frau Trevelyan, es ist alles geklärt. Unser Abenteuer kann jetzt beginnen. Mein Herz schlägt schneller unter meiner weißen Haut, wenn ich daran denke, dass unser Lot schon bald verwirklicht wird. Lot? Oh. Unser Abenteuer kann beginnen. Mein Puls geht so fort. Wir bringen den Jungle so richtig zum Zittern. So, Frau Travellini. Travellini, please. Auch die Details sind geklärt. Yes. Und was meinst du, Liebe? Sehr geehrte Frau Travellini. Liebe Miss Murphy, ich habe es mir überlegt. Ich bin dabei. Ich mache mit. Moment! Da wären noch 2, 3 kleine Bedingungen, die erfüllt sein müssten. Eine kleine Gewinnbeteiligung, etwas für mein Wohlbefinden. Cash? 3 Steaks, medium leicht durchzogen. No Cash? Das lässt sich gewiss arrangieren. 2 Steaks täglich, okay, aber wo? 3 Steaks. Deal or no deal? Gut. 2 Steaks. Gut. Zweitens benötige ich eine Maniküre. Da kommt mir in den Sinn, meine Mädels sollte dringend auf Vordermann gebracht werden. Schließlich kehre ich in das Land zurück, in dem ich einst regiert habe. Ein Besuch im Nagelstudio und beim Friseur. Auch das lässt sich einrichten, Eure Hoheit. Dann kann unserem gemeinsamen Abenteuer ja nichts mehr im Weg stehen. Fantastisch! Die dritte und letzte Bedingung ist ja die einfachste. Es handelt sich dabei um eine Selbstverständlichkeit. Und die wäre? Ist doch klar! Meine 2 besten Freunde begleiten uns, denn wir gehen doch dick und dünn. Und das zusammen. Hakuna Matata! No way! Kommt gar nicht in Frage! No deal! Komm! Ja, brauchen! Okay, wir wollen noch mal darüber sprechen. Naja, wir haben wohl keine andere Wahl. Nein, habt nicht. Cool Matata. 13 nicht unentschieden, 13 ganz entschieden und wollen auf die Schiene und ab nach Afrika. Oh mein Gott, let's go. Freunde, das ist unsere Chance. Wir gehen zurück nach Afrika. Cool. Nach Egypto. Machen wir bereit für unser Abenteuer Afrika. Ich begrüße Sie herzlich auf unserem Flug ins ferne Afrika nach Kitschito. Die Flugzeit beträgt 8 Stunden und 10 Minuten. Wir weisen Sie darauf hin, dass das Rauchen an Bord nicht gestattet ist. Der Gebrauch von Mobiltelefonen ist während des Fluges untersagt. Bitte schalten Sie es jetzt aus. Bringen Sie zum Start Ihren Sitz in aufrechte Position und klappen Sie den Tisch vor Ihnen hoch. Die gesamte Crew wünscht Ihnen nun einen angenehmen Flug nach Kitschito. Gentlemen, hier spricht Ihr Kapitän.
Die Wetterbedingungen sind sehr gut und wir erwarten deshalb einen Flug ohne Turbulenzen. Wir befinden uns momentan auf einer Flughöhe von 27.000 Fuß und die Außentemperatur beträgt minus 45 Grad. Wir werden in circa 20 Minuten landen. In Kitschito erwartet Sie angenehmes Frühsommerwetter bei 32 Grad Celsius. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Flug, einen guten Aufenthalt in Kitschito und hoffe, Sie bald wieder bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Goodbye. Ladies and Gentlemen, wir sind soeben in Kitschito gelandet. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit uns gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Im Namen vom Piloten Bruno Müller und der gesamten Besatzung hoffen wir, Sie bald wieder an Bord von uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere finale Parkposition erreicht haben und die Lichter löschen. Vielen Dank. Die gesamte Crew wünscht Ihnen nun einen angenehmen Aufenthalt in Afrika. Bitte vergessen Sie keine Gepäckstücke in den Ablagen über Ihnen oder in den Sitztaschen vor Ihnen. Auf Wiedersehen und Goodbye, Ihre Stefanie Maurer. Sicher Fisch machen? Dort am Kitschito River. Wo sind's?
Wir sind hier mit den Lemuren und den Bossen zu verhandeln. Geschäftsräume wollen unser Land kaufen und uns dadurch unabhängig und glücklich machen. Es ist schrecklich. Seit deiner Gefangennahme haben sich alle Staub verwandelt. Schau, auf dieser Seite des Flusses wirst du nur die Lemuren vorfinden und auf der anderen nur die Flussers. Das ist erschrecklich. Seid still. Hört ihr das? Hört ihr das? Riecht ihr das? Also ich rieche gar nicht. Meine Güte, Pumba! Spürt ihr diese Schwingungen nicht, die sich sanft durch die Luft schlängeln?